Das ist also, dass wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir reagieren, dass du wirklich deine Reaktion beobachtest, ist ein ganz, ganz großes Problem, das Festhalten wollen an irgendetwas, wo man sagt, es funktioniert. Und Genau. ich kann nicht oft genug sagen, Leben ist ständige Gestaltveränderung. Das heißt, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, bei dir geht irgendwas kaputt, Fernseher oder Kühlschrank, dann lässt man das reparieren, dann geht es wieder kaputt, dann lässt man das reparieren und die wird irgendwann nochmal klar sein. Du wiederholst eigentlich immer wieder und ich sage, lerne, wenn was gehen will, dann lass es los. Ja. Egal wer es ist. Und du kannst gewisse Gedanken nicht loslassen. Und jetzt kann man sich die Fragen stellen, wieso kann man die Gedanken nicht loslassen mit einem normalen Programm? Oder wieso ist das? Schlichtweg, weil du das noch nicht durchschaut hast, was du in dem Moment zu lernen hast. Genau diese Gedanken sind mir aber, bevor es, also wo es kaputt gegangen ist, genau diese Gedanken sind durch meinen Kopf gegangen. Es war fast original. Ja, Es boah, ist ey. immer wieder dieses große, die große Problematik, dass man hier einen statischen Wissenskomplex hat, der sich erweitern will. Und er erweitert sich nicht durch das ständige Wiederholen derselben Sachen. Das gilt jetzt zum Beispiel mit dem Körper. Und du musst immer ein Zeitfenster aufspannen. Und das Zeitfenster, das du aufspannst, das ist jetzt. Und ich hole jetzt mal ganz, ganz kurz ein schönes Beispiel. So, wir schauen uns jetzt das einmal an. Das ist so also ein typisches Mail, wo ich dann hier, liebe Geistesfunken, ein paar Worte von den Reptiloiden, die es ja angeblich nicht gibt, wie jeden Holofeeling-Leser ja brav vom Udo gesagt wurde, ich könnte jetzt da sagen, eingetrichtert wurde, mal um das unterschwellig zu kategorieren, was auch vor einigen Jahren so eine Berechtigung hatte. Ich fahre jetzt mal runter diesen bla bla bla, das ist nämlich meine Antwort drauf. Das ist also hier das Original. Ein paar Worte von den Leptoiden, die es ja angeblich haben wir gerade schon gelesen. Diese Umstände haben sich nun geändert. Der Sprecher des Hohen Rates der Reptoiden hat einige Informationen zusammengetragen, da der Hohe Rat beschlossen hat, mindestens auf inoffizieller Basis eine Bekanntgabe durchzuführen. Da ich selber etwas Reptiloide, hybride Genetik habe, unterstütze ich das gerne und so weiter und so weiter. Die Botschaft lautet: Vor 1,5 Millionen Jahren begannen die ersten menschlichen Säuger, die wir als Vorfahren als Homo sapiens bemerkten, die Oberfläche zu bevölkern. Bla, 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 bla. Das erste Mal, das sind jetzt Worte. Es sind immer wieder Worte. Und was eigentlich darum geht, du wirst irgendwann einmal bemerken, dass nichts und niemand, der in dir auftaucht, in irgendeiner Form was wissen kann, an irgendwas schuld ist. Es sind schlichtweg und einfach Protagonisten in deinem Traum. Und darum habe ich das jetzt hier nochmal aufgegriffen, weil man wirklich das merkt, dass du meinst, wenn du irgendjemanden in einem Video siehst, ob das ein Nachrichtensprecher ist, ob das ein Politiker ist, es spielt keine Rolle. Mach dir jetzt erst einmal bewusst, was jetzt da ist. Jetzt in dem Moment hast du schlichtweg einen Monitor vor dir und immer dran denken, ich erkläre das nur den Geist, der mir jetzt zuhört, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der jetzt an Lautsprecher, eine Lautsprecherstimme hört, wo er sagt, das wurde ja vorher aufgenommen. Das habe ich tausendmal wiederholt. Wenn du das nicht verstehst, hast du verloren. Fakt ist, du hörst mich jetzt. Die Frage ist, was ist das, was mich hört? Es ist nicht ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Das heißt, es kann nicht dieser Trockennasenaffe sein, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Weil du auch dann mit Informationen konfrontiert wirst, wenn du nicht an diesen Körper denkst. Das ist der Schlüssel und es trennt die Spreu vom Weizen. Das heißt, es geht niemals um irgendeinen Menschen, den du dir ausdenkst. Weder um den, der du zu sein glaubst, noch um irgendwelche andere. Das ist der große Schnitt in Holofeeling. Das ist ein ganz intimer, persönlicher Akt. Das spielst du mit dir selber. Weil du nämlich der Einzige bist, der immer ist. Drum beginnt das Spiel mit Ich bin du. Drum ist das jetzt ein Selbstgespräch. Jetzt habe ich hier dann bla bla bla, jetzt kommen da diese zig Seiten und das kleine Stückchen, da ist eigentlich alles drin, wenn du Geist bist. Das heißt, es funktioniert jetzt nicht, wenn ich dir das vorlese, du musst jetzt das selber lesen. Du schaust jetzt Worte an, ich interpretiere das nur und dann wirst du, wenn du die Worte anschaust, wird Indianer zu sprechen anfangen. Kennst du diese Stimme? Darum steht ja, das ist deine persönliche Gedankenstimme. Das ist jetzt nicht die Lautsprecherstimme von dem Udo. Wenn du dir jetzt denkst, das hat der Udo ja vorher geschrieben und mir geschickt oder hier jetzt geschrieben, das sind alles schon logische Konstrukte. Wenn das für dich, wenn du das glaubst, dann wird es für dich so sein. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das heißt,
Da ist jetzt einer, der sich selbst sprechen hört, wenn du das liest. Und diese Worte wiederum lösen Vorstellungen aus. Gut, wenn ich jetzt das auch persönliche Gedankenstimme, diese Vorstellung, die ist relativ einfach. Das heißt, denk irgendwas in deinem Kopf und dann wirst du feststellen, der, der in deinem Kopf spricht, jetzt denke ich ganz bewusst an den Kopf, der jetzt ja da ist. Wir sprechen ja von dem Kopf. Die meiste Zeit spricht er aber, ohne dass du an deinen Kopf denkst, dann existiert auch dieser blaue Kopf nicht, den wir uns jetzt denken, aber es ist immer noch dieser rote Kopf. Rot steht für etwas Nichtdenkbares. Das ist ja dann so schön, wenn man in dem Verteiler drin ist, dass also hier dann die Gegenwehr von dem Schreiber von diesem bla bla bla, den ich mir jetzt ganz bewusst ausdenke, dass ich dir eingespielt habe, eventuell, wenn das bei dir auf dem Film drauf ist, dass er dann natürlich immer wieder nachschießen muss, dass dieser rote IQB überhaupt keine Ahnung nicht hat. Der hat schon eindeutig nicht verstanden, was das rot geschriebene heißt. Alles, was rot ist, ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Das heißt, mir meine Gedankenstimme und diese Gedankenstimme, jedes Wort löst in dir Vorstellungen aus. Das haben wir tausende Male durchgespielt. Hast du es schon verstanden? Und jetzt kommt hier ganz klipp und klar, dieser Bereich. Selbstverständlich gibt es Reptiloide, aber sie existieren immer nur dann in dir Geist, wenn du dir, das ist jetzt der vom Computer, das Blaue, welche ausdenkst und an sie glaubst. Und das gilt auch für jeden von dir geistlos nach, für jede von dir geistlos nachgeäffte, in Klammer, das habe ich aus das Buch heraus, wie ich das als Ude immer nenne, ausgedachte angebliche Vergangenheit. Von sogenannten Neandertalern oder Homo sapiens oder Ursprachen, alles, was du dir in die Vergangenheit denkst, ist de facto ein Gedanke, den du hier und jetzt denkst. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Ich rede hier von Fakten. Selbst wenn du an heute Morgen denkst, wie du aufgestanden bist, denkst du das jetzt und ich garantiere, du bist jetzt aufgestanden. Jetzt kommt ja aber, heute Morgen war ich ja im Schlafzimmer und jetzt bin ich im Wohnzimmer. Alles nur Gedanken, die du jetzt denkst. Es passiert immer jetzt und es passiert hier. Ob du das hier Schlafzimmer oder ob du das hier Wohnzimmer nennst, ob du das hier heute Morgen nennst oder das hier heute Abend nennst oder irgendeine Jahreszahl angibst, die Information als Ding an sich ist de facto hier und jetzt in dem roten Kopf. Das zu akzeptieren, ist der erste Schritt in ein vollkommen neues Weltbild und der erste Schritt, wach zu werden. Und ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Jetzt machen wir hier den kleinen Satz nur, da ich selber ein etwas leptolide, hybride Genetik habe, unterstütze ich, jetzt habe ich das blau geschrieben, weil er sich hier völlig kann er wieder mit irgendwas verwechselt, was er sich ausdenkt. Es ist natürlich das Problem, wenn ich sage, er, der sich mit was verwechselt, das ist jetzt ein unbewusster Geistesfunk. Ob der, den ich mir jetzt denke, der das geschrieben hat, überhaupt ein Geistesfunken ist, die Frage stellt sich überhaupt nicht an dem, was er schreibt. Es ist einfach nur ein Gedanke. Sollte hinter dieser Maske, die ich mir jetzt denke, hinter diesem Protagonisten, dieser Gedankenfigur, sollte da wirklich ein Geist sein, dann müsste er so denken wie ich. Diesem von mir Geist bewusst hier und jetzt ausgedachten geistlosen Reptiloiden-Ich will ich UB nicht widersprechen, denn es hat auch ein bisschen Recht. Ich sage, jeder, den ich mir ausdenke, egal was der behauptet, hat ein bisschen Recht. Denk an die Tasse. Jeder unserer Geistesfunken wird in seinem persönlichen Traum zu dem, was er dort zu sein glaubt. Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Was natürlich ein sehr interessanter Text ist, wenn man das aufruft, könnt ihr jetzt nicht anklicken, weil es ja bloß ein Videobild ist. Worte nur missverstandene, geistlos einseitig ausgelegte Worte. Und das ist jetzt ein Auszug aus dem Text von dem Lied, das da kommt. Das ist eigentlich hier immer wieder dasselbe Spiel und du wirst irgendwann einmal verzweifeln, weil in dir so immer noch ein Funken Hoffnung ist, dass irgendeiner der Figuren was verstehen könnte. Das ist sehr, sehr hartnäckig und ich sage immer wieder, wo ist dein Problem? Das Problem nicht loslassen zu können. Die Maschine geht kaputt, die muss gehen, der Computer muss funktionieren. Wenn sich was auflöst, das wirst du irgendwann einmal lernen, du kannst nichts festhalten. Fakt ist, wenn sich was auflösen will, lass es sich auflösen, weil dann will was Neues kommen. Und jedes Festhalten an irgendeinem Zustand ist das Verhindern des Neuen.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, jetzt kriegen wir da hier. Ich werde das eh nicht auf. Ich lasse jetzt das zwar weiterlaufen, aber ich habe jetzt so gegatzt. Ich lasse das einmal mitlaufen. Annemarie, du grätscht uns jetzt voll rein und vernichtest mir meine Aufnahme, aber was soll's? Du konntest dir das nicht raussuchen, oder? Das ist der Staatsanwalt vom Horn. Das ist halt hier immer wieder dieselbe Sache. Das sind die kleinen Sachen, das loshaben, ob du krank bist. Egal was es ist Veränderung. Dein Wertesystem ist dermaßen kaputt. Hast du übrigens nachgeschaut, Redo, bei Holofeeling, die letzten 24 Stunden? Ja, ich hab schon. Siehst du's? Aus der Webseite des Anbieters, Holofeeling ist ein göttliches Geschenk, bla 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 bla. Gemäß Aussagen von Betroffenen versteht sich Udo Petsch als Verkörperung von Jesus. Sind das so geistloses Der neue Messias von Weißenburg. Jetzt dieser Artikel, das ist das Typische, dass permanent irgendwas sehr oberflächlich gelesen wird, dass dieser Artikel von hinten bis vorne Lüge ist. Jetzt haben wir einen Kommentar einmal geteilt. Und zwar geht's hier, interessant, der Krieg gegen unorganisierte Spiritualität bahnt sich unaufhörlich seinen Weg. Der ist jetzt positiv, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, was der in dem Artikel angesprochene angebliche Messias in seinen Büchern und Seminaren verbreitet. Das ist für ihn sekundär. Aber in dem Artikel heißt es aber, wenn Kirchenrat Billmann eine offenbar noch nach vernünftigen und rechtsstaatlichen Prinzipien arbeitende Stadtverwaltung auffordert, sich zu überlegen, wem man da Tür und Tor öffnet, damit sich immer auch ein Prestigegewinn für die Gruppe verbunden, dann ist das schlicht der unlautere Versuch, jegliche spirituelle Bewegung außerhalb des kirchlichen Einflussbereiches im Kern zu ersticken. Weil hier ja er definitiv gesagt hat, er bittet die Stadt hier für solche Sachen nicht die Räume zur Verfügung zu stellen. Und da merkst du, das ist, wenn Leute, die sich nur aus so einem Zeug ernähren geistig, mit Sekten, immer wieder habe ich aus das Buch heraus, die haben überhaupt keine eigene Meinung. Das war jetzt zwar positiv, das habe ich nicht gelesen, das interessiert mich auch nicht. Das ist ja in Ordnung. Schau, das ist eine Aussage, ich kann nichts drüber sagen, weil ich habe es nicht gelesen. Aber die meisten lesen zwei, drei Seiten und da geht es dann schon los, hier immer wieder der neue Messias in Weißenburg, das haben wir ja gesagt, er soll mir eine einzige Stelle zeigen, wo drin steht, dass Udo Petscher behauptet, dass er der Messias ist. Oder Gott ist. Das ist ein absoluter Blödsinn. Es sind schlichtweg von hinten bis vorne Lügen, oberflächlich gelesen und dann noch nur einseitig ausgelegt. Ich sage immer wieder, ich bin ein Gedanke, den du jetzt denkst, und wenn du mich nicht mehr denkst, bin ich nicht da. Du bist Gott und du bist der Messias, du bist der Einzige, der seine Welt heilen kann. Und du heilst die in dem Moment, wo du lernst, mit allen und jedem, was in dir auftaucht, einverstanden zu sein. Auch mit solchen Artikeln. Und du heizt dich mit Sicherheit nicht, wenn du permanent einseitige Standpunkte vertrittst und dann permanent, wenn irgendwie dein Ego sich aufbäumt, siehe den Schreibergrab mit den Reptiloiden. Das ist ja so ein Musterbeispiel, Redo, du hast es auch schon nachvollziehen, du kannst machen, was du willst, da kommt hundertprozentig wieder Echo. Ich habe übrigens ihn nicht geschrieben, ihn schreibe ich sowieso nicht an, sondern ich tue einfach den Verteiler weitergeben. Es ist für die, die doch dann einen Hauch von Geist haben und das dann wissen, um was es geht. Ich werde auf Michael Horn alleine, wenn er was schreibt, schon ewig nicht mehr antworten, weil ich rede nicht gegen eine geistlose Figur an. Weil er beweist immer und immer wieder, dass er überhaupt keine Ahnung hat vor Geist. Und jetzt, wenn jetzt hier ein Michael Horn das hören würde, dann wird sich wieder das Ego aufbäumen bis zum Es geht nicht mehr. Es ist immer das Ego, das sich aufbäumt, wenn plötzlich Skype nicht mehr geht auf dem Computer, wenn der Computer nicht geht, wenn die Waschmaschine kaputt ist. Permanent bäumt sich das Ego auf, weil ein Zustand auftaucht, wo das Interpretationssystem sagt, das ist schlecht, das ist scheiße, das will ich nicht, das muss so bleiben, wie es ist. Fresst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Säuglinge, geht auf die Barrikaden, wir haben jetzt ein Jahr in die Windeln geschissen und jetzt wollen die, dass wir nochmal in die Windeln scheißen. Das bringt's auf den Punkt. Und das ist immer und immer wieder bäumt sich dieses Ego auf. Und ich sag, du wirst dein eigenes Ego über die Welt aus dir herausprügeln. Bis du irgendwann einmal begreifst, was vollkommen Neues kann nur dann in dir auftauchen, wenn das Alte vollkommen vergangen ist. Und dann nur noch rudimentär als
ich sage fast als eine Märchenfigur, ein abgeschlossener Lernprozess. Wenn du jetzt zum Beispiel in deinen geistigen Archiven, in deinem persönlichen Lebensbuch zurückblätterst, den Blödsinn, den du oft als 13-, 14-Jähriger verzapft hast. Aber was sage ich dort zu einem 40-Jährigen? Verstehst du, das ist erst im Ende, wenn du in den Nick reinkommst, in unserer Bewusstseinskurve, die ich so oft anzeichne, ob die Weltbevölkerung. Das sind doch alles geistlos nachgeplapperte Daten. Es ist egal, was an den Nachquetschen, es ist was dieses Nachgequatsche von irgendwas, was man vom Hören sagen kennt. Keinen interessiert das, was jetzt ist. Ihr lebt zu 99,99% in einer Vorstellungswelt, wo ihr euch generiert aus vom Hörensagen gekannten Wissen. Ob das Politik ist, ich habe so viele Beispiele in den Selbstgesprächen gebracht. Und das ist jetzt einfach. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist. Es hat auf jeden Fall einen Zins, sonst wird es ja nicht in euch auftauchen. Und die Kunst ist es, dass man zuerst einmal das einfach fließen lässt, dass ich immer wieder sage, du hast an deiner Rolle überhaupt nichts zu verändern. Aber du wirst merken, wie die alltäglichen Widrigkeiten von Plus und Minus, wo Freude ist, ist auch Leid. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Ein alter Satz von mir, du musst jedes Glück, das du erleben darfst, musst du mit Leid erkaufen. Jede Freude, die du erlebst, musst du mit Schmerzen erkaufen. Weil du musst jeden Wellenberg erkaufst du dir, indem du unter der Wellenlinie ein Tal, dieses Tal, die Talhälfte mit erzeugst. Praktisch unter dir was opferst, um das nach außen zu stellen. Und das wird jetzt natürlich sehr interessant. Darum haben wir ja schon das Wort Schöpfer. Was ist eine Schöpfung? Shin Opfer. In dem Wort Schöpfer steckt das Opfer doch schon mit drin. Was ist jetzt eigentlich ein Schöpfen? Du merkst, da haben wir schon unsere Metapher von El Hayom, von dem, der immer ist, aus dem, was herausgeschöpft wird. Der Mensch schöpft aber niemals aus dem Meer. Er schöpft immer nur aus einem Brunnen oder einer Quelle. Und ich habe schon gesagt, die Brunne, wenn wir den Brunnen nehmen, ist natürlich ein schönes Spielwein, nämlich da in dem Wort Brunnen mit einem kleinen Buchstabendreher eigentlich schon der Schöpfer mit drin ist. Ich mache ganz kurz einmal hier unseren Brunnen. Wir gehen einmal wieder in unser Hodo-Feeling. Wir haben zuerst einmal unser Bara. Dieses Bara ist speziell schöpfen, das habe ich schon gesagt, in Bezug auf Gott, erschaffen durch Gott. Und da haben wir schon die Affen mit drin, die Affinität, die Spiegelung. Eine Affinität ist eine Plus-Minus-Spiegelung. Wellenberg und Wellental ist eine Affinität. Und wenn wir jetzt die zwei Buchstaben austauschen, Brunnen, Brunnen, Grundwasser, Brunnen, Wasserstelle, aber interessant, dasselbe Wort heißt auseinandersetzen und erklären. Zu verdeutlichen versuchen. Das heißt, dass dieses, jetzt kannst du dich fragen, wo kommt das Wasser eigentlich her in dem Brunnen? Und dann wirst du feststellen, das Wasser ist ja noch nicht der Brunnen, wo ich das Wasser rausschöpfe. Das ist das, was ich auseinandersetze, was ich mir selbst erkläre. In Maßsetzung meiner Logik braucht ja eine Quelle. Das führt uns zu den Ayin. Die Quelle ist der momentane Augenblick. Darum hast du es hineinsehen, du siehst jetzt praktisch durch diese Brunnenöffnung in die Quelle hinein und da tust du nachsehen. Das ist jetzt ein polar aufgespanntes Chat. Nachsehen im Buch. Habe ich aus das Buch heraus. Darum sagt der Udo immer, das habe ich aus das Buch heraus. Studieren, untersuchen, kann das überhaupt stimmen, was da drin steht? Ob was stimmt oder nicht stimmt, ist eine einseitige Bewertung, die ich mehr oder weniger mit meinem Intellekt tätige. Aber die Quelle wiederum, wo kommt das Quellwasser her? Und dann werde ich feststellen, das Quellwasser war irgendwann einmal ein Regenwasser. Und dieses Regenwasser wiederum ist verdunstetes Meerwasser. Das ist jetzt der Kreislauf bloß rückwärts gedacht. Das heißt, ich verdunste Wasser, dann kriege ich eine Wolke. Wolke haben wir die schönen Worte, da haben wir schon die augenblickliche Polarität. 70-2 für die Insider. Dann kriege ich den Regen. Dann fällt es runter, ich sage immer, dann geht es durch die Reinigung der Erde, durch die Reinigung von erwecktem Wissen. Dann wird es zu einer Quelle, die Quelle speist den Brunnen oder der Brunnen wird ausgelegt. Das sind jetzt deine Vorstellungswelten. Und rückwärts ist immer wieder dieser Kreislauf, in welche Richtung gehe ich denn? Schau mir, wo kommt das Wasser eigentlich her, dann lande ich irgendwann einmal im Meer. Und wo geht's hin? Auch ins Meer. Alle Gedankenwellen tauchen in dem Meer auf. Ich sage, die Spritzer gehen heraus und fallen wieder in das Meer zurück. Darum heißt es so schön in der Bibel, alle Flüsse fließen in das Meer und es läuft nicht über.
weil alles, was reinfließt, im selben Moment in der Verdunstungsebene auch wieder rausgeht. Wohlgemerkt, ich rede von Metaphern. Und jetzt ist natürlich immer wieder, du hast die Verantwortung. Keiner macht sich Gedanken, was bedeutet das Wort Verantwortung. Dass da schon mal das Wort Antwort mit drin ist. Wenn wir uns das nur mal in der deutschen Sprache, ohne jetzt das zu hebraisieren, anschauen, weil das natürlich ganz, ganz Spaß ist, weil das sind ganz, ganz interessante Silben, das beginnt mit der Vorsilbe Ant. Wir können ja da ganz kurz einmal reinspringen, die Verantwortung. Lass dich einmal da überraschen. Das ist erst einmal die normale Bedeutung, mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweilige Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Das ist ein schöner langer Satz, wobei viel interessanter ist, dass hier die Verantwortung, wir haben jetzt erst die Vorsilbe Ver, dann haben wir die Vorsilbe Ant, dann haben wir das Wort und unten hin haben wir das Umstehen. Die sind es eigentlich wert, dass wir die einzeln betrachten. Wenn wir diese, wir schauen mal die normale Etymologie, eine Antwort, du merkst jetzt schon, dass die Verantwortung was mit einer Antwort zu tun hat, die Erwiderung auf eine Frage, auf das an jemanden gerichtete Wort ist eine Antwort. Wieso? Weil die Vorsilbe Ant nämlich zuerst einmal von der Vorsilbe End entgegenkommt. Und gegen, das heißt eigentlich ein Gegenwort. Antwort heißt eine Gegenrede, Gegenrede. Okay, dagegen reden. Da stellt einer eine Frage und der andere gibt die Spiegelung dazu. Die Vorsilbe End, wir schauen uns das einmal an. Warum braucht der so lang? Ich hoffe, mein Ding. Habt ihr mich noch? Nicht, dass mein Internet wieder weg ist. So, die Vorsilbe end. Und das ist jetzt einmal, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, erstens drückt die Vorsilbe end auch an, drückt die Bildungen mit Verben aus, dass etwas wieder rückgängig gemacht, in den Ausgangszustand zurückgeführt wird. Ich sage immer, wenn sich was entspannt, wenn dich jemand enttäuscht, der Udo, der jetzt in einer gewissen Entfernung von dir irgendwo da außen zu sitzen scheint, obwohl er nur ein Gedanke in deinem Kopf ist. Dann zweitens drückt in Bildungen mit Substantiven und einer Endung aus, dass etwas entfernt wird. Interessant, dass das Wort entfernt zum einen heißt, dass die Pfanne aufgehoben wird. Okay? Es kann immer nur hier und jetzt sein. Drückt Bindungen mit Verben einen Weg gehen, ein Entfernen aus. Interessant, das ist jetzt ein Oxymoron, weil nämlich Entfernen heißt, dass die Pferne ins Gegenteil gehört wird. Und ich bin ein paar Mal schon auf das Wort Weg, weil mir nämlich wieder drei Bedeutungen immer an die Trinität denken von Weg kommen. Wahrlich, ich bin der Weg heißt, wenn der Weg, der nicht existiert. Wenn was weg ist, ich spreche jetzt das gezielt so aus, wenn was weg ist, ist es ja nicht mehr da, dann ist es entfernt. Sobald ich mir was von hier weg denke, zum Beispiel denke ich mir jetzt einmal das Wien irgendwo nach Süden, dann ist es ja woanders. Okay? Und wenn ich jetzt gedanklich diesen Weg durchschreite, dann ist es ein gewisser Weg von A nach B. Aber der Weg von A nach B erfordert, dass ich vor mir ein Raumfenster aufspanne. Das haben wir oft genug gemacht. Immer wieder dieses Spiel, ich denke mir Zürich aus, ich denke mir Wien aus. Wo ist Zürich, das ich mir jetzt ausdenke in Wirklichkeit? Das ist hier in meinem Kopf. Und das Wien, das ich mir ausdenke, ist auch hier in meinem Kopf. Und wenn ich mir beide gleichzeitig vor mich hinstelle, bilde ich in einem gewissen Maß hier ein Dreieck. Ich bin das, der eine Punkt und die zwei anderen Punkte stelle ich vor mich hin, kann man von oben gesehen ein Dreieck draus bilden. Viertens, drückt in Bildungen mit Verben ein Herausgelangen, ein Wegnehmen aus. Jetzt wird's ganz interessant, schau mal her. Ein Herausgelangen, aus was heraus? Und ein Wegnehmen, aus was nehme ich eigentlich etwas weg? Da muss es dann ein Innen und ein Außen geben und jetzt sprechen wir ganz gezielt hier von dem Außen. Es ist irgendwas aus dem Innen herausgelangt, also habe ich das, was außen ist, von innen weggenommen. Merkt ihr die Sprache, wie präzise das wird, wenn man mal nicht so oberflächlich ist? Drückt in Bindungen mit Verben den Beginn von etwas aus. Okay?
den Beginn von etwas. Ganz interessant, wir sind bei der Firma End. Drückt in Bindungen mit Adjektiven und einer Endung aus, dass eine Person oder Sache so wird, wie es das Adjektiv besagt. Und jetzt kommen wir hier nochmal, drückt den Gegensatz zu dem Verben ver aus. Verand. Ist ein Oxymoron, ist wie plus minus. Oder B. Gegensatz zu B aus. Ich sage euch jetzt gleich, wenn man hier in den Duden reingeht, die Vorsilbe G heißt es im alten Duden, weist immer auf ein gemeinsames, hin. Ich sage auf einen Geist. Und die Vorsilbe B weist immer auf ein raumzeitliches Verstreuen hin. Das ist bewiesen. Und ver, wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist so tief, diese sind sehr, sehr universell. Interessant wird das Ganze natürlich, wenn wir es hebraisieren, dann kriegst du das immer auf den Punkt. Also wir haben eine Verantwortung. Das ist also hier dieses Verant und dann haben wir das Wort und das Wort ist halt schlichtweg und einfach nur ein W-Ort, ein doppelt aufgespannter Ort. Und jetzt kommt diese Endsilbe des Suffix -ung. Und das ist natürlich, da setzt man normalerweise gar keine große Beachtung drauf, wenn ich dieses ung mache als Endung. Pass mal auf, was da passiert. Wenn es kommt, der sucht. UNG. Das ist eigentlich eine Kurzform von Gebung. Jetzt interessant, die Gebung, da haben wir den Geber mit drin. Wir machen mal die Gebung. Was jetzt feststellen, das Un ist nur ein Extrem, diese blau geschriebene, aufgespannte Existenz des Geistes, des Gehirns. Heißt es hier, das kommt nämlich von Geben. Dir wird etwas gegeben. Jetzt haben wir schon, der Geist ist immer zuerst einmal eben. Wenn der Geist zu einer polaren Existenz wird, das ist das Expen, wie ich das immer nenne, wird dir was gegeben. Und zwar wird dir Geist was gegeben. Die Etymologie von gegen ist ein hin, schau mal, geben ist ein hin und darreichen. DR heißt das Öffnen einer Berechnung, ist ein Reichen, ist eine Spiegel. Kollektion, die zu existieren anfängt, ein Schenken, ein Überlassen, ein Darreichen. Und das Ganze wiederum wirst du feststellen, wenn wir das weiterschauen, das kommt von dem Wort heben. Wir heben etwas heraus, jetzt sind wir wieder beim Schöpfen. Aufgespannte Existenz deines Geistes. Und das ist immer die Wahrnehmung einer polaren Existenz. Genau genommen ist, wenn du geistreich siehst, ist jede Wahrnehmung, ich könnte jetzt lesen, die Quintessenz und die polare Existenz. Die Quintessenz, diese Wahrnehmung ist ganzheitlich gesehen, wenn du nicht einseitig bist, immer plus minus gleichzeitig. Das ist eigentlich hier, du merkst in den Worten, und jetzt kommt der wesentliche Kern, wo ich euch sagen kann. Die Grundbasis von dem ganzen Denken ist ein Computerprogramm. Du musst loslassen von einem Vorher. Es gibt überhaupt kein Vorher. Das heißt, wenn wir mit Worten sprechen, sage ich immer wieder, die Grammatik brauchst du eigentlich bloß, um eine Illusion von Vergangenheit und Zukunft zu erzeugen, die letztendlich aber nur hier und jetzt in deinem Kopf in Erscheinung treten kann. Materialisieren, das heißt realisieren als Information, eine reale Information, es sind Informationen, das sind so einfache Sätze. Und in dieser Vielfalt von Informationen, die in dir auftauchen, bist du in der Regel immer bloß in einer Fantasiewelt, weil du ganz nach subjektiven Vorstellungen aus Worten Geschichten generierst und einen Satz, einen einzigen Satz wirklich verstanden, hast du das ganze Holofeeling verstanden. Und da kann ich dir jetzt tausende Sätze bringen, die letztendlich alles auf ein und dasselbe Phänomen zurückgeführt werden. Also mach dir jetzt erst einmal klar, solange du Narr, glaubst, ganz tief davon überzeugt bist, dass du mit den Gedanken, die du denkst, nichts zu tun hast. Wenn ich das jetzt so ausdrücke, sagst du eigentlich, was ist das für ein Blödsinn? Aber jetzt schau mal, was du dir alles ausdenkst. Von den Kriegen über den Politikern, über die Wissenschaftler, das sind doch jetzt deine Gedanken. Frag dich, jetzt werde ich mal wieder streng, verdammt nochmal, frag dich, was ist in dir drin, dass das mit aller Gewalt nicht wahrhaben will
Und du hörst mich jetzt. Es geht um dich. Und ich sage nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Und du bist jetzt nicht dieser symbolische träumende Geist. Ein Gedanke von dir kann nicht leiden. Das heißt dazu, solange ich dich als träumenden Geist setze, mach dir keine Gedanken. Als träumender Geist kannst du nicht leiden. Wenn einer leidet, ist der, der jetzt sagt, ich bin ein träumender Geist. Der noch viel mehr leidet, ist der, der sagt, ich bin ein Mensch, ein Trockennasenaffe, ein Vergänglicher. Dann wirst du nämlich überleben kämpfen. Immer und immer wieder über das Überleben kämpfen. Diese panische Angst, die Wohnung zu verlieren, kein Geld mehr zu haben. Weißt du, das sind so viele Kleinigkeiten. Das ist, wenn du jetzt hier zum Beispiel mal reingehen willst über die Moral der Reichen und der Armen, der Versklavung. Das ist doch alles nur Wissen. Mir fällt jetzt also ganz spontan an. Diese Tagesdosis kannst du ja ganz kurz herschlagen, da oben eingeben. Wenn du dir das anhörst als normaler Mensch, dann schau dir dieses Video an, dann wirst du nur mit Worten konfrontiert aus dem Lautsprecher heraus, was das für Vorstellungen in dir auslöst. Du schaust einfach, was das für Vorstellungen ausliest und dann schau mal, wie du mit deinem Programm darauf reagierst. Was du als richtig und was du als verkehrt ansiehst. Mit der totalen Versklavung der Arme, mit Hartz-IV-Empfänger, mit dem Kapital, wie böse die sind. All das ganze Zeug ist nur, weil du es denkst. Und jetzt stell dir vor, dieser Bericht wäre auf Chinesisch, der Text wäre chinesisch. Dann würdest du es nach ein paar Sekunden ausmachen, weil du sagst, das verstehe ich nicht. Und dann wird sich die Vorstellung erst gar nicht in dir aufbauen. Lass mich auf dich wirken. Die Vorstellungen, die du kriegst, wenn du schau dir dieses Video an, und die Vorstellungen, die du kriegst, wenn du dir dieses Video anschaust, sind deine persönlichen Interpretationen von Geräuschen, die in dir auftauchen. Jedes Geräusch, jedes gesprochene Wort aus dem Lautsprecher, kann der Lautsprecher überhaupt sprechen? Das ist das Licht von Zeichen. Laut. L-A-U-T. Das ist ja das Verrückte, unser AUT, der Automatismus in uns selbst, sind ja zuerst einmal A, Waff, D, sind ja zuerst einmal unsere Erscheinungen, unsere Zeichen. Das ist die Schöpfung von aufgespannten Erscheinungen. Auszeichnung, es wird was nach außen gezeichnet, könnte ich jetzt sagen. Das sind immer polar aufgespannte Kollektionen. Da haben wir schon unser Wellenberg und Wellendoll drin in dem Wortbuch. Stimmt oder stimmt? Dann haben wir abtrünnige SD als raumzeitliche Spiegelung, 60-9 gelesen, die fangen jetzt aufzublühen an. Wenn wir jetzt da ein Licht davor machen, wird es natürlich noch interessanter. Das ist immer dran, die Texte sind eigentlich relativ, das führt uns jetzt nämlich zu der absoluten Ermüdung, zur Erschöpfung, zur Müdigkeit, weil das funktioniert ja nur, wenn du zum Schlafen anfängst. Jetzt haben wir La, Ot. Das heißt, die Lichtschöpfung ist eine aufgespannte Erscheinung. Da unten, das ist nur, ich sage das ganze Zeug, selbst was das auf Hebräisch heißt. Du wirst merken, wichtig ist nur dieser Teil. Und da kannst du individuell mit jedem Buchstaben, wo du dir einsetzt, individuell eine Kombination machen. Du musst es nicht nur rot oder nicht nur blau lesen. Ich kann jetzt den Lichtschöpfer machen und die aufgespannte Erscheinung. Das heißt, die letzten zwei, diese zwei mache ich blau. Ich kann alles rot lesen. Ich kann natürlich auch die ersten zwei. Ausgedachtes Licht ist eine Schöpfung, eine unbewusste Schöpfung. Und das ist aber im Geist verbunden, im Immer-Dasein. Jetzt habe ich die ersten zwei blau gelesen und die zweiten zwei rot gelesen. Und du wirst merken, das kannst du individuell formulieren. Und so kannst du aus jedem Wort in der Urradix von den Schöpfungsenergien, wie wenn du die Perspektive unserer Tasse drehst. Jetzt siehst du, was hier ganz grob, nicht mehr in Bezug auf irgendein ein Objekt, das ich mir vorstelle, sondern in Bezug rein auf, ich sage immer wieder, auf die Schöpfung, auf die Bewegungsenergie. Und du kannst auch jedes Zeichen mit jedem Zeichen austauschen, weil es eben immer die Perspektiven nur als Ganzes gibt. Pass auf, wir können mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was denkst du bei dem Wort Stadt? Jetzt hast du mal das Wort Stadt, aber ich mach eine Vorstellung. Und du wirst jetzt feststellen, ich kann jetzt zum Beispiel an Häuser denken. Ich kann an einen Stadtrat denken. Ich kann an Straßen denken, ich kann an Wohnungen denken, ich kann an Menschen denken, ich kann an alles Mögliche. Und egal an was ich denke, es sind Unterfacetten, die aus diesem Ort einer Stadt entspringen. Der als Ganzes, als Ding an sich gar keine Vorstellung sein kann, außer ein Name. Unser Küchenbeispiel, immer wieder das Gleiche. Und genauso ist es mit den Schöpfungsenergien, wo ich sage, die Schöpfungsenergien selber in Rot-Blau sind eigentlich mehr das Alphabet, wie man das so schön nennt. Das ist eigentlich in Rot und Blau gelesen, ist das hier wie so eine Stadt.
Und je nachdem, wie ich jetzt diese Einzelzeichen kombiniere, wo ich sage, was denkt man, wenn man an das Wort Stadt denkt? Denkt man mehr menschenorientiert oder mehr von der Infrastruktur an die Häuser, an die Straßen, an die Kanalisation, gehe ich in gewisse Wissensgebiete rein. Aber die sind alle aus demselben Ordner. Und die Gedanken sind vergängliche Erscheinungen. Gleichgültig, ob du jetzt die nur feinstofflich zu sehen bekommst, das heißt als reiner bewusster Gedanke, mein Osterhasenbeispiel, wenn du an den Osterhasen denkst, oder du denkst jetzt an den Udo. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Der Udo, den du dir denkst, ist genauso ein Gedanke, wie wenn du in den Osterhasen denkst oder Rumpelstilzchen. Du kannst ihn natürlich dann schon als Pixelmännchen jetzt im Moment realisieren, wenn du jetzt vor dem Computer sitzt, aber das ist nicht der Udo. Das ist jetzt zwar schon ein reales Bild, aber schon das Wort reale Bild ist ein Oxymoron, weil die Realität besteht darin, dass hier praktisch ein Arrangement von winzig kleinen farbigen Lämpchen da ist. Das ist die Realität. Die ich jetzt als Lämpchen auch nicht sehe, weil die schon wieder, das müsste ich dann vergrößern, da müsste ich mich hineinzoomen. Ich komme aber dann schon wieder in Vorstellungswelten. Und darum sage ich immer wieder, wenn ich jetzt sage, du musst ein Pragmatiker werden, sage ich, betrachte nur das als Realität, was man auch wirklich innerhalb deiner Mesokosmos-Wahrnehmung, innerhalb des real wahrnehmbaren, real sehen und wahrnehmen kann. Was definitiv aber immer dann deine Information ist. Das ist das, was ich Realität, Rest, die Sachen, die Dinge, die man anschaut. Diesbezüglich gibt es zum Beispiel keinen Raum. Einen Raum kannst du nämlich nicht sehen, wenn du was siehst, siehst du immer einen Gegenstand. Realität bezieht sich immer auf Objekte und zwangsläufig brauchst du zu dem existierenden Objekt etwas Nicht-Existierendes und das ist das drumherum als Kontrast. Versuch dir mal einen leeren Raum vorzustellen und dann wirst du feststellen, das ist ja unser Vakuum-Experiment für die Vakuumenergie. Da ist im Hintergrund immer dieses Glasgefäß, wo sie die ganzen Gasatome rausgesaugt haben und sagen, da ist jetzt kein Atom mehr drin, da ist nur ein Raum. Da ist es genau gespiegelt, da ist dieses Nichts und außenrum ist das Objekt. Da wird es im Fokus, wird dieses Nichts, das sich innerhalb von einem Objekt befindet, das ich mir getrennt ausdenke. In der Regel schaust du Objekte an und an das Nichts drumherum denkst du nicht. Das ist nur ein Spiegelbild. Es gibt in einer VR-Brille gibt es keine Dreidimensionalität. Das baut auf ein Computerprogramm auf Zahlen auf. Ich erzähle dir jetzt etwas. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin sehr langmütig, ich habe eine unendliche Geduld. Und ich tauche immer nur in dir auf. Ich verspreche dir, ich kann nicht in einem ausgedachten Objekt auftauchen. Selbst, jetzt bin ich einseitig gewesen, hast du es gemerkt, selbstverständlich kann ich in dem Redo auftauchen, wenn du dir denkst, dass der Udo im Redo auftaucht. Ich kann in der Martina und in der Hannemarie auftauchen. Aber nur dann, wenn du dir eine Martina und eine Hannemarie ausdenkst und sagst, jetzt denkt die Martina oder die Hannemarie an den Udo. Dasselbe gilt auch für den Brösel, der du jetzt zu sein glaubst, der jetzt vorm Computer sitzt, egal wie du dich selber benennst. Weil alles, was in dir auftaucht, hier und jetzt in dem roten Kopf ist, in dem Geist, der mir jetzt zuhört und niemals in irgendeinen Gedanken. Ich wiederhole nochmal, alle von dir ausgedachten Menschen, Bindestrich Trockennasenaffen, sind deine Gedanken. Und wenn du jetzt irgend meinst, du müsstest von irgendeiner deiner Gedanken dazu eine Bestätigung bekommen, es ist dein gutes Recht, wenn dir das so einfällt, wenn du das Bedürfnis danach hast. Aber selbst wenn dir jetzt ein Gedanke von dir, ein Mensch bestätigt, dass es so ist, es ist schlichtweg nicht sorgend. Jeder Mensch, den du dir denkst, ist ein Gedanke von dir. Zwangsläufig ist all das, was die Menschen, die du dir ausdenkst, denken, deine Gedanken, weil du derjenige bist, dass du ja sagst, ich denke mir jetzt den und der denkt sich das. Ich habe schon gesagt, du kannst ja natürlich auch irgendwen ausdenken und dir dann denken, ich weiß ja nicht, was der denkt. Und das gilt jetzt für die ganze Elite deiner Welt, für die ganzen historischen Personen, die du dir denkst, die nur hier und jetzt existieren, wenn du sie denkst, zumindest in deinem Traum. Und dann wird jede historische Person das getan und gemacht oder entdeckt und erfunden haben, was du jetzt denkst, dass der in der Vergangenheit getan oder gemacht oder erfunden hat. Das ist ein hundertprozentiges Faktum. Und diese unendliche Vielfalt von Schwätzern, wo wir gehabt haben, gerade jetzt die Sektenforschung und egal um was es geht, es sind deine Gedanken, die hier und jetzt in dir auftauchen und sobald du sie nicht mehr denkst, verschwinden sie. Und dann sitzt die Martina wieder vor ihrem Computer, denke ich mir jetzt aus und dann will sie ins Internet und ihr Scheißdreck Skype geht nicht. Und jetzt denke ich mir, dass sie sich total aufregt.
Und die Martina richtet sich dann auf. Und dann sagt sie wieder, nee, ich wollte eh loslassen, ist eh gut, das Thema hatten wir gerade. Das ist ja so ein riesen Hin- und Her-Geschwappe. Und warum erlebt die Martina das? Weil sie in ihrem Traum das eben erlebt, den letztendlich nur ich erlebe. Wenn ich alle Träume gleichzeitig habe. Wie war das nochmal? Ich bin der Erste. Immer dran denken, dieses Spiel, wenn du die Tiefe meiner Worte verstehst, ich bringe das nochmal, der Erste, der weiß, dass er der Einzige ist, wo alle nur das Gesicht sehen in seinem eigenen Innern. Das ist Benim Banim. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass das Benim Banim, die Gehsicht, die geistige Sicht, das, was du ansiehst, was du aus, das Aussehen heißt es ja. Aussehen heißt ja eigentlich nach außen sehen. Aber was ist das Außen eigentlich, wenn wir uns das Außen nochmal genauer anschauen? Das Außen ist doch ganz klar definiert. Da muss ich jetzt nur den kleinen Trick wieder wissen, dass ich hier für Außen A, U, die Schöpfung ist ein, und dann machen wir unser, im Außen unser scharfes S. Und so unser scharfes S sieht ja aus wie ein Beta. Und dann haben wir wieder unser AOB. Das Hassen. Jetzt haben wir die Beschwerungskunst von Guggenstein. Eine Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist Außen. Und du wirst dann merken, dass natürlich hier die Worte, wenn du mit Salbeder, Natron nimmt man gegen Sodbrennen. Ich habe jetzt gerade, Redo, ich habe dir doch das geschickt mit dieser Maschine, die nicht funktionieren kann am Anfang, dass da immer so viele Denkfehler drin sind, auch von den Physikern. Die lassen immer Hälfte weg und meinen dann, sie haben der Weisheit letzten Schluss gefunden. Und letztendlich plappert jeder bloß noch. Keiner geht in die wirkliche Etymologie der Sprache. Und mir, es reicht, dass da mal hier die klassische Etymologie mit dem Hebraisieren wird es natürlich dann noch wesentlich interessanter. Und da wird dir immer mehr bewusst, das ist ein Computerprogramm. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ein Computerprogramm, eine statische Struktur von Divisionsmöglichkeiten, Multiplikationsmöglichkeiten, die gewisse Arrangement von Helligkeiten in deiner VR-Brille erzeugen, die dann feinstofflich wie raumzeitig, das auch immer, ich sage immer, die VR-Brille haben ja zwei Bilder, dann rede ich immer wieder von real und nicht real. Und du wirst jetzt feststellen, dass das auch in deinem Kopf ist, weil nämlich die zwei Bilder, du feststellen wirst, dass jedes einzelne Auge, die beiden Augen, heißen ja Becken, das habe ich beim letzten Gespräch nicht erwähnt. AGN heißt B-Ecken, sind polare Ecken. Und jetzt wird es natürlich interessant, dass du nämlich, wenn du das einfach in die Medizinbücher reingehst, feststellst, das mit den Zäpfchen und so und die Stäbchen habe ich grob angesprochen, dass dein rechtes Auge nämlich aus zwei Flächen besteht. Das heißt, ein einziges Auge ist eigentlich schon eine VR-Brille, weil deine Retina nämlich in zwei Hälften eingeteilt ist. Und das linke Auge ist auch in zwei Hälften eingeteilt. Und die werden dann, wenn man in die Medizin geht, mit der rechten und linken Gehirnhälfte über Kreuz verbunden. Wenn man Medizin studiert, weiß man das ja alles. Das Schöne ist, dass jeder, der dir das erzählt, der erzählt dir das, was man ihm erzählt hat. Jetzt könnte ich wieder sagen, wie kann man das eigentlich entdecken? Wenn wir uns Max Planck anschauen mit seinen Quanten, das sind erst einmal nur Berechnungen. Oder unser Herz, der hier die elektromagnetische Strahlung oder die elektrische Strahlung entdeckt anhand von Berechnungen. Es sind nur Berechnungen. Und da kommen jetzt so viele Trugschlüsse rein. Wenn du zum Beispiel geiler Sack, das ideale Gas, das immer 273,2 strumpft, pro Grad, wo du es abkühlst, dann heißt auf dem absoluten Nullpunkt haben wir keinen Raum mehr. Das ist immer wieder dieses Spiel. Ich kann dir so viele Fehler zeigen auf jeder einzelnen Seite, die übrigens auch nicht zu diskutieren sind. Ich kann nur dann diskutieren, wenn es verschiedene Standpunkte gibt. Das heißt, in dem Moment, wo du dich erhebst, der ausgeschlossene Dritte wirst, der in dem Moment natürlich was ausgedacht ist, wirst du mit keinem mehr diskutieren, ob der Henkel rechts oder links ist. Oder ob es jetzt hell oder ob es jetzt dunkel ist. Ob es jetzt regnet oder ob jetzt die Sonne scheint, weil das erfordert schon wieder, dass du dich auf eine Perspektive runterrationalisierst. Lass uns von der Erdkugel reden, von der ganzen Erdkugel, nicht nur von einem Aspekt einer perspektivischen Sichtweise. Und ich frage dich, regnet es jetzt auf der Erde oder scheint die Sonne? Ist jetzt da Sommer oder ist es Winter? Ist es hell oder dunkel? Plötzlich erhebst du dich und alles ist gleichzeitig. Wenn ich dich frage, kennst du das Buch, dann sagst du ja. Ich rede nicht von irgendeiner Seite oder irgendeiner Zeile oder irgendeiner individuellen Interpretation eines einzelnen Wortes. Aber wie willst du diese höhere Ebene erreichen, wenn du permanent bestrebst bist, in deiner momentanen Trockennasen auf den Zustand deiner Idealvorstellung, die dir
deine Logik, deine fehlerhafte Logik vorgaukeln, dass das Sinn im Gesundsein liegt und im Nicht-Altwerden liegt. Und dann kommst du in eine Phase, wo du nur noch angewidert, ich betone jetzt das extra, sehe es wäre wertfrei, angewidert bist von dem Geschwätz der Leute, denen du dein ganzes Leben lang dein Vertrauen geschenkt hast. Ob das Mediziner sind, weil du merkst, das ist ja vollkommen gleichgültig, was der mir erzählt, der plappert ja bloß noch. Jeder will dich retten. Wie definierst du das Wort retten? Wie wollen die dich retten, dass du möglichst lang Trockennasenaffe bleibst, dass du möglichst lang ums Überleben kämpfst? Diese unendliche Verlogenheit der Welt, diese Führerscheinprüfungsbogenwelt, die ich dir zurzeit einspiele, schau dir den Bericht an, wo ich gerade gesagt habe, mit KF Eng, mit den Reichen und mit den Armen, das Sklaventum, dann postulierst du wieder böse. Egal was du magst, du gehst immer wieder in die Vergessenheit, beobachte dich selber, wie wieder Hass in dir hochkommt, Feindbilder hochkommen, die sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, welchen Charakter du zurzeit hast. Das Beleidigtsein, diese Rechthaberei. Ich sage, in dem Moment, wo du dich an wirkliche Fakten hältst, bist du kein Rechthaber mehr. Ich rede immer nur von dem, was jetzt ist. Und da bist du jetzt im Moment relativ allein. Du und deine Gedanken, das ist das Einzige, was jetzt da ist. Ich könnte sagen, du und deine Informationen, dann wird es auch noch in die Realität hineingehoben. Du mit dem Computer, den du jetzt vor dir zu sitzen hast. Gut, da sind jetzt nochmal 4 Pixelmännchen auf dem Computer, was sind die eigentlich? Illusionen, nichts als Illusionen. Und wo ist der, der vom Computer sitzt, wenn du nicht dran denkst? Den du versuchst, möglichst lang am Leben zu halten, obwohl der doch schon weg ist, dieser Körper, wenn du ihn nicht denkst, dann bist du doch trotzdem noch da. Wie oft habe ich das gesagt? Das ist deine Realität, mit der du irgendwann einmal hier und jetzt einverstanden sein musst. Erst wenn du bereit bist, dein eigenes Leben hinzugeben, das ist die Schöpfung. Darum steckt in dem Wort Schöpfer auch das Wort Opfer drin, wenn man dieses O, Opfer, Öpfer, mach einfach die 2 Bündchen drüber weg, die opferst du jetzt, dieses Opfer, das Korban, was natürlich im Hebräischen, wenn wir jetzt einmal das hebräische Wort anschauen, da steckt natürlich eigentlich schon alles mit drin in dem Korban. Das ist das hebräische Wort für Opfer. Schau mal, das ist eine Darbringung, eine Lieferung, eine Näherung, eine Opfer. Wir haben halt so ein Da. Zuerst einmal das Klassische heißt das Opfer. Da haben wir schon UP. Wenn wir das O als U vokalisieren, haben wir schon den UP und die Facette, die erweckt wird. FR. FR ist auch PR. PR ist der Stier, das raumzeitliche Tier. Wir haben praktisch den UP und das raumzeitliche Stier. Wenn man jetzt ein bisschen die Grundregeln kennt, nur Rot-Blau, nur das da unten, dann ist das alles klar. Immer umsetzen. Dann haben wir die Darbringung, dann haben wir die Öffnung einer Berechnung, ist PR. Das ist das Äußere, in G. Und das U in G haben wir heute schon gehabt, ist geben, ist eigentlich die Grundgebung. Die Darbringung ist eine Darbringgebung. Und ist immer eine Gebung. Worum es mir jetzt geht, man muss sich Zeit lassen. Das, was der normale Mensch hat, der meint, der hat keine Zeit. Ich verspreche dir, du hast so unendlich viel Zeit. Das Ganze beginnt jetzt erst einmal mit unserem Core. Das ist eine affine Berechnung. Die affine Berechnung führt uns jetzt zu dem Wort Kälte. Da denk immer an alte, denk an K, alte ist wie alterniert. Du fängst zu alternieren an, okay? Was hat jetzt das mit fleckig zu tun? Weil die Facetten liegt der eckig, Mann. Eckig. Immer an die Augen, Becken denken. Das heißt, du fängst in dir an zu graben. GR ist was Fremdes. Die geistige Berechnung blüht jetzt in dir auf. Wir können auch sagen, die geistige Berechnung wird die Schöpfung zu einer Bolan-Existenz. Das ist das Spiel, wo ich mit Rot-Blau mache. Und du wirst merken, das stimmt immer. Ich habe so oft schon gehört, wo Leute sagen, dann wird ja alles stimmen. Das ist, es stimmt alles. Außer du behauptest, es stimmt nicht. Aber jetzt wird es interessant. Kareb. Wir machen den nächsten Buchstaben dran. Und jetzt kommen wir zu was, jetzt kommen wir zu den Eingeweihten, das Innere des Inneres. Du kommst jetzt in dein Inneres hinein, die Mitte. Das heißt auch sich näher, näher kommen, sich annähern, nähern. Und da habe ich so oft gesagt, das Wort nah alleine. In dem Moment, wo du etwas annäherst, das heißt, in dem Moment, wo du dich selbst opferst, dich selbst meine ich jetzt, das existierende Element, das du zu sein glaubst, in dem Moment, wo du das opferst, in dem Moment, wo du den Glauben opferst,
der Gedanke zu sein, den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Dann näherst du dich eigentlich wieder dem an, der sich alles ausdenkt. Es ist auch eine schöne Sache mit dem Nahesein, mit den Nähen, sich annähern an das Innere. Heißt, wir denken uns mal das Innere unten und das ausgedachte Oben. Oben, polare Existenz. Ben ist Oben, das ist das hier, das Ausgedachte. Und jetzt das Ausgedachte ist ja untrennbar mit dem inneren Denker verbunden. Das ist der, der immer ist. Und die Gedankenwellen, jetzt denk einmal so, diese himmlische Welt, die ist doch in einem gewissen Maß, ist doch das Zusammengehende, das ist doch ganz nah mit dem, der immer ist. Eigentlich untrennbar verbunden. Wenn ich zwei Flecken nehme, das Fleckenhemd vom Josef in der Bibel, der gefleckte Mandel, und ich nähe die zusammen, mache ich aus zwei eins. Die sind jetzt eins, weil sie zusammen, die sind sich ganz nah, so nah, dass sie zusammengenäht sind. Sie sind immer noch zwei, so wie die Wellen und das Meer selbst. Wobei die Wellen jetzt für sich ja auch zwei sind. Wellenberg und Wellendal. Aber das ist ja nur ein oberflächliches Phänomen. Das wäre jetzt These, Antithese, Synthese. Dann kommt es nah, hat was mit Nahrung zu tun. Da haben wir ja das Wort nah drin stecken. Die Nahrung wiederum, die Nahrung, die du hast, ist ja letztendlich dein Essen. Das Essen wiederum, esse ist Sein. Auf Lateinisch. Das Sein ist das Existierende. Dein Sein, das was du zu essen bekommst, muss dir ganz, ganz nah sein. Deine Nahrung machst du ja wieder eins mit dir. So wie jeder Wellenberg irgendwann einmal wieder sich auflöst, indem diese Koffer, diese affine Berechnung sich auflöst. Das ist hier, das sind Formeln, wenn wir Zahlen einsetzen, glaubt mir, das waren Formeln. Das Alternieren wiederum, dieses affine Alternieren, wo man dieses Kor, die Kälte, K-Alt, wie alternierend, das ist ja, das zeigen 100 und 200, zählen wir das zusammen, kriegen wir 300, das macht eine Logik. Das erzeugt jetzt einen Sinn, einen Sinus. Das ist der Sinn. Jetzt ist interessant, dass das Sinus, ich sage immer wieder, die Gedankenwelt ist ein reines oberflächliches Plus-Minus-Phänomen, wo nichts zu tun hat mit einem chronologischen Nacheinander. Dieser Sinus im lateinischen Sinne heißt nichts. Conditio oder ohne. Conditio sine qua non, habe ich so oft gesagt, die Bedingung, ohne die nichts geht. Es ist in dir nichts drin, wenn du nichts denkst. Was erlebst du als ein jetzt bewusst ausgedachter roter Geist, der nicht träumt? Was ist er selbst? Er ist ein Nichts, das mit nichts konfrontiert wird. Wenn er zum Träumen anfängt, bleibt er dieses Nicht, dieses ruhende Ich, immer dasselbe. Und sein TS, diese erscheinende Raumzeit, sind seine Gedanken, wenn die um sich herum in Raum und Zeit verstreut. Dieses Wissen ist nicht für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Es ist nur für den, der mir jetzt zuhört. Und da wirst du mich, du wirst mich nicht los haben. Ich sage immer, wenn ich mich einmal in irgendeinen Geistesung festgezeckt habe, wenn du es in dem Leben nicht begreifen willst, dann wirst du es im nächsten oder im übernächsten oder im übernächsten irgendwann verstehen, Mannen, weil ich lasse dich das so lange wiederholen, bis du mir zuhörst. Bis du mir dein absolutes Vertrauen schenkst. Weil du immer mehr begreifst, Mensch, der ist ja wirklich ich. Der ist ja das, was ich sein werde, wenn ich das nicht mehr bin, was ich jetzt zu sein glaube. Ich mache mir keine so große Gedanken über vergängliche Erscheinungen, ich lasse die kommen und gehen. Und du kannst immer wieder nur in der eigenen Persönlichkeit, in der Personifizierung feststellen, wie sehr dich Kleinigkeiten komplett wieder aus dem Gleichgewicht schmeißen. Ein Computer, der nicht mehr funktioniert, eine Waschmaschine, die kaputt geht. Und wie man dann zwanghaft wieder versucht, ist das am Leben zu halten. Und dann kommen natürlich, was das jetzt wieder Geld kostet, muss das sein, ich habe sowieso kein Geld. Das Geld, immer das Geld, alles dreht sich in dieser Welt um Geld. Das Kapital, das todbringende Verbrechen. Erst wenn du komplett bereit bist zu sterben, unter Brücken zu leben, dass du überhaupt immer versuchst, deinen Status aufrechtzuerhalten, dass du sagst, ich kriege was wirklich Neues, nur wenn ich das alte aufgebe. Versuche mal in irgendeinen Computer, bleiben wir mal jetzt mit den alten, wir bleiben mal bei Windows 7, wenn du Windows 10 drauf machen willst, musst du Windows 10 platt machen. Windows 7 platt machen. Das heißt, wenn wir das Betriebssystem austauschen, selbstverständlich kann man einen Computer einrichten, dass die zwei Betriebssysteme nebeneinander laufen, aber das macht eigentlich nur in speziellen Fällen einen Sinn, wenn ich jetzt
nicht mit Windows 7 und mit Windows 10. Zum Beispiel mit, wenn ich jetzt kompatibel sein will mit Apple Computer. Es gibt ja welche, die Apple Computer haben sich ja lange abgeschottet. Das waren ja wie zwei Feindbilder, Windows und Apple. Und dann hat Apple festgestellt, das geht. Das bis einige hier und jetzt ausgedachte Jahre haben sie gesagt, wir müssen mit anbieten, dass auf unserem Apple auch Windows laufen kann. Und sehr viele Apple-Nutzer jetzt bei Heimcomputern haben zusätzlich parallel dazu laufen Windows, weil es so viele Programme gibt bei Windows, die mit Apple nicht laufen, die aber wichtig sind. Also haben die dann irgendwann einmal so lockern müssen, dass sie gesagt haben, wir müssen das zulassen, dass unsere Apple-Computer auch Windows-Programme verarbeiten, dass man Windows mit drauf machen kann auf das Betriebssystem. Aber jetzt innerhalb von Windows, wenn du Windows 10 drauf hast, macht Windows 7 keinen Sinn mehr. Das heißt, auch auf dem Einzelcomputer betrachtet, musst du das komplett platt machen. Und das ist jetzt genauso, wo ich immer wieder sage, der Säugling muss ich komplett auflösen. Wenn du in die Schule gehen willst, darf von dem Säugling nichts mehr über sein. Das dürfte dir einleuchten. Und das Schulkind muss sich auflösen, dass du ein Erwachsener wirst, ein reifer Erwachsener wirst. Und der muss sich auflösen, dass wenn du ein wirklicher Geist werden willst. Wir reden hier von Erscheinungen. Dann wirst du irgendwann einmal feststellen, ich war ja schon immer der Geist. Ich habe das bloß vergessen, weil ich meinte, ob ich bin der oder der Gedanke von mir. Und was muss ich jetzt dann in der Bröselebene dabei tun? Gar nichts. Geduld haben. Einfach Geduld und Vertrauen haben. Und das Trügerische sind die Wünsche. Haben wir im letzten Selbstgespräch angesprochen. Du musst eine ganz feine Antenne kriegen, wenn du dir irgendwas wünschst. Und wenn es bloß ist, dass das blöde Skype wieder geht. Weißt du, ich hätte es immer wieder in meiner Macht. Wir denken uns jetzt unseren Chatordner aus, hier diese 200 Brösel, mehr oder weniger in einem Auf und Ab, wo man denkt, es wäre für mich ein leichtes als Administrator mit einem kleinen Klick diese Selbstgesprächordner aufzulösen. Und jetzt denke ich mir viele aus, die werden dann ganz schön rumhampeln, weil sie doch irgendwie das lieb gewonnen haben. Andere wiederum geht's dann auf den Keks mittlerweile. Das viele Geschwätz. Ist auch, wenn Kinder spielen, spielen halt Kinder. Aber die, die du dir denkst, sind immer deine Gedanken. Das muss ich in dir einprägen. Es sind deine Gedanken. Und dann kannst du wieder feststellen, wie du dich aufregst über die Gedanken von angeblich anderen, obwohl du doch derjenige bist, der sich das jetzt denkt. Lass das auf dich wirken, es ist so. Wenn du eine Zeitung liest, geh mal davon aus, dass der Journalist, den du dir ausdenkst, der hier irgendwas Böses oder was Gutes über Politiker schreibt, dass dieser Journalist nur existiert, wenn du an ihn denkst. Oft ist er im Hintergrund ja nur eine Grundvoraussetzung, die du jetzt nicht auf der obersten Oberfläche siehst. Aber es ist ja logisch, wie es schon heißt in Holofilling für Neugierige, wo eine Schrift ist, muss ja ein Schreiber sein, das muss ja vorher einer geschrieben haben. Das denkst du dir jetzt. Alles, was ist, ist immer jetzt. Das ist eigentlich hier das, was man eigentlich verstehen sollte. Ja, Leute, wir lassen jetzt aber ein gut sein. Das könnt ihr euch auf euch wirken lassen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit euch.